Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter. Oh Gott, da ist ja einer. Im letzten Part sind wir hier in den Katakomben unter Todd Town stehen geblieben. Und ja, es geht heute wieder weiter hier unten. Und ich würde sagen, den krallen wir uns doch erstmal. Fliegend haben wir den auch noch nicht gehabt, glaube ich, ne? Den müssen wir erstmal Gumbario vorstellen, würde ich sagen. Komm her, mein Freund. Shit, da hat er auch noch einen ersten Treffer gelandet. Jo, aber ich habe ihn mir geblockt. Sehr nice. So, genau. Da muss Gumbario einmal ran, bitte. Und muss mal einen fetten Scanner machen. So, das ist ein Paraglumba. Paraglumba sind fiese, geflügelte Gumbas, die in den Tunneln von Todd Town leben. Maximal Kill 7, okay, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Ebenso wie die Paraglumbas verlieren sie ihre Flügel, wenn sie angegriffen werden. Danach sind sie normale Klumbas. Okay, also wie immer. Blöde ist, ich kann jetzt keinen Flächenangriff machen, ne? Wir haben... Nee. Für alle Gegner. Aber ich glaube, da fallen sie trotzdem nicht runter. Ich sollte schon draufspringen, glaube ich. Jo. Ich mache gleich mal einen Powerdouts. Bam. Da fliegt er runter. So, jetzt werde ich attackiert. Und ich kann nichts blocken hier. Jo. Der war gut. Der auch. Ja, sehr schön. Okay, wir machen hier auf jeden Fall erstmal alle zu normalen Gumbas, würde ich sagen. Obwohl, vielleicht ist es sogar effektiver, wenn wir den erst noch runterholen. Oder wir machen mal einen Wiegen-Need. Schläfergegner mit einem Schlafwieg. Wir probieren es mal. Einfach mal machen. Mal gucken. Weil dann können wir die ein bisschen separieren. Ne, da greift sich jeder an. Und wir haben es, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Damit wir es einfach mal sehen. Drei Runden. Sehr schön. So, und dann kannst du den hier nämlich schon mal erledigen. Hätten wir gleich zum Anfang machen müssen. So, und dann macht Mario hier auf den auch nochmal ein Powerdouts. Oh, ja! Ich glaube, Angriffskraft wird geboostet. Jo. Bam! One-Hit einfach. Weggeballert. Den Typen. So, dann mache ich nochmal eine Kopfnuss. Doppelhit. So, und dann mache ich hier mal einen Powerschlag. Trifft ein Gegner mit voller Kraft. Ah, das wollten wir mal ausprobieren, ne? Drücke nach links und lass los, wenn... Ich will es mal ausprobieren, weil den haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Powerschlag, okay, sechs Treffer. Macht erhöhten Schaden scheinbar. Und hier machen wir einfach hoffentlich einen Doppelhit. Jo. Und dann ist der auch down. Okay. Erstmal wieder ein bisschen gekämpft, um reinzukommen. Wir haben 46 Erfahrungspunkte. BP sind gerade ein bisschen down gegangen. Müssen wir uns auf jeden Fall mal... Okay. Wir holen auf jeden Fall erstmal den Sternsplitter, würde ich sagen. Nicht so, sondern... Nein, das war auch der falsche. Shit. Para Carry. Lass uns mal fliegen. So, und dann hier bitte nochmal. Und dann haben wir schon wieder einen Sternsplitter mehr. Sehr schön. Ich freue mich schon, wenn wir die ausgeben. Dann können wir nämlich wieder ein paar schöne neue Orden kaufen. Und geht das hier noch höher? Hey, yo. Aber dann hört's auf. Okay, haben wir denn hier noch irgendwelche Geheimnisse? Da geht's runter. Hier geht's nicht weiter. Ist das klug, hier runter zu gehen? Ich weiß es nicht. Wollen wir Cooper... Ach, guck mal, da ist ein Paracarry erstmal drauf. Aber unsere BP sollten wir vielleicht mal boosten. Haben wir denn da was? Wir haben nichts, um BP zu boosten. Das ist natürlich schlecht. Na dann. Jo, Alter. Einfach direkt wieder. Shit. Und dann noch so ein Stachliger, aber den kennen wir schon. Okay, wie machen wir das jetzt am dümmsten... Anti-V-Hieb, Hammerwurf, Erdbeben, bringt er dann noch gar nichts. Ich könnte den jetzt angreifen, der macht dann... Ne, der macht wieder 6 Schaden halt, ne? Das ist jetzt nicht so krass. Ich würde sagen, wir hauen erstmal den einen weg. Ja. So. Und dann machen wir einfach den anderen noch. Panzerwurf, rammt einen fliegenden Gegner in... Achso. Luftangriff. Wir machen nur mal einen Luftangriff.
Wow, der ist so schlecht. Eigentlich wollte ich den platt machen jetzt in der Runde. Egal. Okay. Aber ich denke, wir können jetzt einmal Erdbeben... Ah, ist halt auch doof, ne? Alle irgendwie doof. Okay, komm, wir machen einfach den. Düm, düm. Tschüss. 4 Schaden. So, den kriegen wir jetzt halt nicht auf Anhieb hin, deswegen Panzerwurf. Bam, 5 Schaden. BP sind jetzt auf 0. Wow. Erste Sahne geblockt, wir sind bald tot. Wir müssen echt aufpassen. Weil wenn jetzt nächster Boss kommt, sind wir im Arsch, ne? Wir wissen ja nicht, was hier noch auf uns wartet. Ob da noch irgend so ein Blubber-Typ kommt. Schwörbar. Okay, wir haben hier eine Röhre. Und ein neues Level-Up für... Ja, wahrscheinlich geht jetzt nur... Paracarry. Bäm, Alter. Na klar soll der aufgestuft werden. Dann haben wir nämlich alle aufgestuft. Das ist schon ziemlich nice. So. Was kann er denn jetzt Neues? Der Paracarry. Kann ich das irgendwo sehen, was der Neues kann? Naja, wir werden es gleich mitbekommen. Ich lasse ihn mal kurz drauf. Boah, ich hoffe, es passiert jetzt nichts. Bitte, bitte, bitte. Ach so, wir sind jetzt nur auf der Röhre wieder. Ah, verstehe. Vielleicht habe ich ja auch. Ne, okay, da passiert nichts. Gut, dann sind wir jetzt ja eigentlich durch, oder? Ich glaube, irgendwo hat man halt noch so einen Block, den man nicht kaputt machen können. Aber ansonsten müsste man, glaube ich, fertig sein. Was war das hier für eine Röhre? Da kam man, glaube ich, auch her. Genau. Ja, ich glaube, ja genau. Hier war der Block, den wir nicht kaputt machen konnten. Da können wir wieder ein Level abmachen. Das heißt, die werden sogar noch stärker, die Typen. Ah, schon krass. Hier oben. Ja, okay, aber dann sind wir hier erstmal durch. Wir können dann später wiederkommen, wenn wir einen besseren... Nee, da gehe ich jetzt nicht lang. Wenn wir einen besseren Hammer gefunden haben. Aber ich würde jetzt erstmal wieder den Rückzug antreten. Ich denke, wir können jetzt sowieso erstmal mehr nicht machen. Wenn ihr anderer Meinung seid oder noch wisst, dass wir irgendwo was machen können, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann machen wir das auf jeden Fall später noch. So, hier Safe Block ist auch alles egal. Wir gehen jetzt erstmal komplett zurück, ignorieren alle Gegner. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Und heilen uns erstmal schön. Speichern erstmal. Ach so. Hä? Hä? Wo ist die Röhre? Ach so, hier bin ich durchgegangen. Dann muss ich ja hier. Ah, in die Röhre muss ich. Alles klar. Ja. Ah, ist schon wieder weit hinher gewesen. Ne, ich habe jetzt erstmal ein paar Tage wieder dazwischen gehabt, zwischen den Aufnahmen. Dementsprechend. Wusste ich gerade auch nicht mehr genau wie. So, theoretisch soll man jetzt in irgendeinen Wald gehen, ne? Wenn ich das richtig verstanden hatte. Aber jetzt wird erstmal fett eingekauft und gelevelt und Sternsplitter und was weiß ich. Auf jeden Fall. Genau, wir haben hier noch Orden, die wir kaufen müssen. Doppelangriff. Doppelangriff hört sich geil an. Mario lässt 2 Items pro dein... Das kann echt nützlich sein. Macht es dir leichter, einen Angriff auszuweichen. Ausweichen? Ein schwächerer Gegner wird durch einen Erstangriff besiegt. Das ist eigentlich ganz geil. Ja. Was ist denn eigentlich jetzt mit den Orden, die wir nicht kaufen konnten beim letzten Mal? Ich hoffe, die sind nicht verloren. Ich hoffe, die bietet der dann noch irgendwann an. Mal. Also ich finde das eigentlich sehr interessant. Wusste ich doch, gutes Auge, Doppelangriff kostet 100 Münzen. Und ist nur ein Punkt. Das ist ja, ist ja mega gut. Wie viel kostet der? Beträgt auch nur eins. Das sind ja mega gute Orden hier, die zwei. Nehmen auf jeden Fall mit. So, jetzt haben wir leider kein Geld mehr. Das ist das Traurige. Wir haben mal Sternsplitter. Paracarry, du hast doch hier einen Brief für ihn, oder? Soweit ich mich erinnere.
Sie sind doch Merlon, ja? Mein Name ist Parakeri, ich stell Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für Sie. Einen Moment bitte, hier, guck mal. Zack. Boah, Alter, voll in uns drinnen gebackt. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Von wem ist der? Oh, meine Enkelin Merle. Sie ist vor kurzem ins Familiengeschäft eingestiegen. Ach, sieh an. Oh, so interessant. Sie hat ihren Stand im staubtrockenen Vorposten tief in der Wüste eröffnet. Er befindet sich irgendwo abseits des Trubels. Sie scheint sehr beschäftigt zu sein. Das hört sich gut an. Vielen Dank, dass du mir diesen Brief gebracht hast. Ich gebe dir das dafür. Jo, da haben wir wieder Sternsplitter bekommen. Nice. So, achso, haben wir denn eine neue Post? Postamt, hallo. Hast du neue Post? Ah ja, Mario, hallo. Nun, du hast Post bekommen. Welcher Brief willst du? Vom Bett im Parakeri. So. Dann lesen wir mal. Hier bitte. Liebe Bombette, wir schreiben diesen Brief an dich, der wertvollsten und explosivsten Bomb-Omb, als bescheidene Anfrage. Zwar dauert es noch etwas, aber wir planen einen großen Eröffnungsfeier für eine neue Teilstrecke zu halten. Wir denken, dass dieses Event zu einem Knaller wird, wenn wir auf deine explosive Hilfe zählen dürfen. Die Leute lieben Feuerwerk. Wir werden uns nochmals bei dir melden, wenn dein Abenteuer zu Ende ist. Hochachtungsvoll staubtrockener Bahntransportabteilung. Möchtest du noch mehr Briefe lesen? Ja. Parakeri. Wagga. Hier bitte. Wagga-ju, hier ist Wagga. Herr Parakeri, von meinem schattigen Plätzchen aus sehe ich Sie immer über den Klippenberg fliegen. Es muss schön sein, an einem sonnigen Tag durch die Luft zu segeln. Sie müssen mir mal davon erzählen. Ich wünsche mir von den Sternen, dass sie niemals vom Himmel fallen. Wacker vom Klippenberg. Möchtest du noch mehr Briefe lesen? Nein. Wacker ist doch der, den wir immer auf Kopf hauen, ne? Der arme Kerl. Okay. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir gehen mal uns Sternsplitter eintauschen. Ich hoffe, das ist okay. Und wir hatten doch für ihn hier auch einen Brief, oder? War er das nicht? Wir hatten irgendwo eine Beschreibung gelesen, dass ein Todd... Ja, du bist doch Mufti, oder? Ach, das ist Mufti? Jetzt bin ich verwirrt. Mein Name ist Parakeri, ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe hier einen für dich. Einen Moment bitte. Bam. Zack. Und wieder wurde ein Brief wirklich zugestellt. Oh, der ist von Gumpapa, dem alten Kauz. Ah, wir haben die gleiche Denkweise. Es ist schon Ewigkeiten her, dass ich ihn gesehen habe. Schon fast ein bisschen zu lange. Da fällt mir ein, ich wollte gerade einen meiner Freunde einen Brief schicken. Dein Timing ist perfekt. Das ist der Brief an meinen Freund. Sein Name ist Kuva. Er lebt in Cooperheim. Würdest du ihn bitte diesen Brief zustellen? Er hält sich garantiert in der Nähe des Dorfeingangs auf. Er hängt gerne von dem Todd-Haus herum. Ah, okay. Zwar besteht keine Eile, aber es wäre nett, wenn er ihn bald erhalten würde. Jo. Ach Mann, ich bin hier nur ein Postbote, ey, ganz ehrlich. Was haben wir denn jetzt noch für Briefe? Wir haben nur drei Briefe, ey. Ein Samenkorn, Pflanz, also... Ein Brief an Morty in Cooperheim. Ja, das habe ich gesehen. Wo ist Morty? Ich habe den immer noch nicht gefunden. Morty. Keine Ahnung. Kuva, ja. Colorado. Wie viele Sternsplitter haben wir jetzt mittlerweile? Die sehe ich ja auch nicht, oder wie? Elf. 11? Klingt gut. Also, ich weiß noch, dass wir 25 brauchen, damit wir diesen Doppelangriff, oder, nee, dass wir einen Schaden mehr machen können. Was jetzt eigentlich nicht schlecht ist. Wäre eigentlich ganz nice. Egal. Wir kriegen jetzt auch vom Peach noch einen Orden, den wir in die Kiste gelegt hatten. Der ist ja auch hier mit, dabei, vergeben. So. Meditation. Das Fokuskommando lädt die Sternenergie wieder auf. Oder mehr Sternenergie. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich hoffe halt, wir können die anderen Orden bei Peach auch noch da in die Kiste tun. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, ob ich das... Weil da waren halt noch viel mehr Orden, ne? Und wir haben halt mit Peach auch einen Orden eingesammelt. Ich hoffe, der ist jetzt nicht verloren oder so. Ich bin der berühmte Merlo vom Sternstuppengipfel. Und wir hatten halt den Orden nicht in die Kiste getan, weil wir dann fertig waren. Ich würde meine Orden dafür eintauschen. So... Wir haben 11. Die KP regenerieren sich während des Kampfes langsam. Die BP regenerieren sich. Das ist auch nicht schlecht. Zeigt die KP deiner Gegner.
Oh. Gegner, die Mario berühren, erleiden Stromschaden. Das ist eigentlich ganz geil, ne? Die Mario berühren. Herz finden. Nach einem gewonnenen Kampf findest du mehr Herzen. Senkt Angriffskraft um 1. Eine KP pro Runde. Geld, Geld, Geld. Mario erhält doppelt so viele Münzen wie sonst. Jede Attacke, die dich BP kostet, wird um 1 günstiger. Und erhöht Sprung- und Hammerangriffskraft um 1. Ah. Du müsst halt wissen, wie viel das kostet, ne? Also wie viele Stats das kostet. Das ist interessant. Das aber auch. Die zwei. Hin und wieder werden Gegner Mario verfehlen. Das finde ich auch interessant, Glück gehabt. Ich werde mal Blumensegen nehmen. Oder? Glück gehabt, Zahltag. Ach komm, wir nehmen Zahltag mit. Oh, kostet halt 2, ne? Egal, nehmen wir mit. Und... Zappa hört sich halt auch gut an, ne? Wie viel kosten der? Also wie viele Orden Punkte? Boah, 4. Ah, aber hört sich halt nach einer geilen Fähigkeit an, ne? So Elektroschaden. Ah, Leute, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde das mit dem Verfehlen mal machen. Glück gehabt. Das nehme ich mal mit. Kostet 3. Nehme ich mal mit. Nö, das reicht mir erstmal. Danke. Oh, sorry. So, pass auf. Ich habe nämlich so ein bisschen eine Idee. Man kann ja... Genau, wir haben BP Plus drin. Die 3 BP. Darfst du im Kampf 2 Items ein... Ach, für 3 BP darf ich im Kampf 2 Items einsetzen. Während einer Runde. Das Fokuskommando lädt die Sternmagie mehr auf. KP Plus. Ausweiche. Setzt das... Okay. Wenn Vorsicht geboten ist, gehen gegnerische Angriffe eher daneben. Gibt 2 zusammen. Hören sich eigentlich ganz geil an. Haben wir da noch was, was so ähnlich ist? Nee, ne? Also die 2 könnte ich mir auch zusammen ziemlich gut vorstellen. Doppelangriff hört sich halt auch mega gut an. Meditation. Warte mal, wir hatten doch noch einer. Macht dann Hammer Feuer unterm Hintern? Ey, wir hatten doch eben noch einen gekauft. Was war denn das für ein Orden? KP Plus, tu mir nichts, Glück gehabt, Ausweicher. Oh, hier geht's ja noch weiter. Oh, Mario kann auf der Gegner springen. Protektor. Ah, das habe ich auch schon wieder vergessen, dass ich den habe. Protektor schützt Mario vor Vergiftung und Verwirrung. Das ist sinnlos für mich. Zahltag. Daneben verhindert, dass du von einem Erstangriff getroffen wirst. Genau, den hier will ich auf jeden Fall reinmachen. Den und... Zahltag hört sich eigentlich auch ganz geil an. Die Frage ist, wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich würde den mal wegmachen. Genauso wie Verwirrung. Den mache ich dann rein, wenn ich wieder auf Gegner treffe, die sowas machen. Erstangriff. Zahltag. So, jetzt habe ich noch 2 Punkte. Das nehme ich noch mit. Ja komm, machen wir das so. Da kriegen wir ein bisschen Geld. No? So, ich glaube, das ist okay so. So, auf Wiedersehen. Tschüss. Wir haben schon echt viele Orden, muss ich sagen.
Nicht schlecht. Gefällt mir. Gut, wir sollen ja als nächstes in den Wald gehen. Frage ist jetzt, ist hier noch irgendwas los? Können wir hier noch irgendwas machen? Wir könnten theoretisch ein paar Briefe verteilen. Aber ganz ehrlich, das werde ich mal, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, machen. Weil das würde ich dann gerne schneiden, damit ihr da nicht ständig nur seht, wie ich da hin und her latsche. Vor allem in Cooperheim habe ich auch diesen Morty halt überhaupt nicht gefunden. Schreibt mir da gerne nochmal in die Kommentare, wo der ist, weil ich habe den in Cooperheim nicht gefunden. Ich soll ja hier auch mal das Schild lesen. Peach Gerüchte. Ein Freund hat mir gesagt, seine Schwester hätte gehört, Peach mag... Aha. Aber egal, meine Cousine sagt, dass ihr gesagt hat, dass behauptet, es sei wahr. Cool, danke für diese tollen Infos. So, haben wir denn hier ein Tortoise? Ein Tortoise? Gehe ich mich nochmal heilen und dann würde ich sagen, ist der Part für heute erstmal zu Ende. Vielen Dank, Leute, fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten zu Paper Mario. Tschüssi!